Um 1870 rum war es in England mitunter erlaubt, die gegnerischen Spieler in den letzten 5 Minuten des Spiels zu treten. Diese Phase nannte man Halleluja. Ja, ist nicht schlecht. Wieder einführen. Aber die Frage wäre noch, was heißt erlaubt zu treten? Nur den ballführenden Spieler oder darf man einfach dann, dürfen man dann sich verprügeln? Wobei ich glaube, die Ursprungsform des Fußballs war, glaube ich, ja sicherlich noch ein bisschen gesunde Härte. Ja, oder auch manchmal wurde es, glaube ich, auch ungesund. Früher sollen auch noch Hunde Spieler gebissen haben. Das hat es alles früher auch in der Bundesliga mal gehört. Rausch, Frieden, Rausch ist gebissen worden. Ja.